Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in den Pyrenäen. Wir sind vor 2 Tagen in Hannover gestartet bei circa 4 Grad plus. Hier hat man jetzt, ich glaube, so um die 17 Grad. Gefühlt sind es 25 jetzt Grad für mich. Also ich habe mich klamottentechnisch jetzt hier erstmal völlig verkalkuliert. Aber es soll natürlich heute Nacht oder heute Abend deutlich kälter werden. Und wir sind hier am, da muss ich selber mal gucken, am Congos de Montrevet. Das ist in der Nähe von Corca. Das ist so ein Stausee in den Pyrenäen. Und hier gibt es auch so eine kleine Eremita. Die zeige ich euch gleich noch. Denn wir werden da jetzt erstmal hinwandern. Das ist circa nochmal 1 Kilometer hier vom Parkplatz aus zu wandern. Und da hoffen wir natürlich auf einen sehr schönen Abendhimmel heute. Dann machen wir da natürlich zum Abend auch nochmal ein paar schöne Fotos. Vielleicht, wenn der Himmel so klar bleibt, wir haben im Moment, glaube ich, nur einen ganz, ganz kleinen Sichelmond, vielleicht heute Nacht sogar auch schon Neumond, dann können wir sogar die Milchstraße hier fotografieren. Also, ich bin sehr gespannt, was wir hier alles geboten kriegen. Das Einzige, was jetzt leider noch nicht so toll ist, ist, vielleicht hat man das eben auch gesehen, der Stausee ist sehr, sehr leer. Und das im Februar. Aber ich hatte das vorher schon in den Meldungen, in den Nachrichten gehört, dass es hier immer noch ganz, ganz wenig geregnet hat bisher. Und das wird der Grund sein, warum der Stausee so leer ist. So, ich hole jetzt mal meine Kamera aus dem Auto und dann gehen wir mal zur Eremita und ich zeige euch das. Oh ja, guck mal. Da sieht man jetzt die Eremita La Pertusa, so eine wirklich ganz, ganz kleine Kapelle. Ja, da auf diesem Felsgrat, das sieht wirklich toll aus. Und da unten ist der Stausee. Wie gesagt, leider, man sieht das ja, mit sehr, sehr wenig Wasser. Normalerweise würde das Wasser bis an die Baumreihen reichen. Uiuiui, die Gegend hier wird immer trockener, von Jahr zu Jahr. Ich glaube, ich möchte auch schon mal ein Foto machen, weil sich die kleine Kapelle sehr schön in dieser dunklen Felsspalte oder vor dieser dunklen Felsspalte abhebt. So, dann werde ich das mit ganz offener Blende machen. Also Blende 4, ISO werde ich auf 64 stellen und dann gucke ich mal. Vielleicht nehme ich hier vorne auch noch so ein ganz paar grüne Äste mit. Ich mache das Ganze hier mit 120 mm. Das reicht auch völlig, weil dann kriege ich noch oben die Bergkuppe mit drauf. Ja, und das wirkt sehr schön dreidimensional auch alles. So, und jetzt nehme ich noch mal die dunkle Bergseite mit drauf. Ein paar mehr Wolken wäre schön. Ja, das war schon mal gut. Also meine Steigeisen habe ich aber nicht dabei, ne? So, ich muss gerade mit Erschrecken feststellen, da kommt man gar nicht wirklich hin. Wir müssen erstmal wieder ein Stück zurück. Denn hier ist es bestenfalls noch für Kletterer geeignet mit im Steigeisen und erweiterter Kletterausrüstung, nicht für uns. Ja, von da wird es auch nicht besser sein. Nee, keine Chance. Keine Chance. So, wir haben eventuell doch eine Möglichkeit gefunden, zu der Eremita zu kommen.
Und zwar muss man hier erstmal eine Schlucht runter, um dann wieder einen relativ steilen Berg hoch zu gehen. Und wir hoffen einfach mal, dass das jetzt der richtige Weg ist, um da hinzukommen. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich muss ja ganz bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Also ich bin oben. Ein super Ausblick hier. Wow, die Pyrenäen sind einfach auch sagenhaft. Ja, ist das nicht traumhaft? So, ich habe jetzt Fotos gemacht. Ich habe das allerdings jetzt mit meinem 1430 F4 gemacht. Einfach um das Ganze perspektivisch ein bisschen interessanter zu gestalten. Sprich, die Eremiter sehr schön groß im Vordergrund und dann aber ganz viel Tiefe. Ne, denn Weitwinkelobjektive, die verzerren ja die Perspektive gerne. Ich habe meinen Verlaufsneutraldichtefilter der Stufe 8 drauf gemacht, um einfach den Himmel etwas dunkler zu bekommen. Denn der Himmel ist relativ hell, weil es so ein bisschen dunstig ist. Deswegen jetzt mit Verlaufsfilter. So, jetzt breche ich hier die Zelte erstmal wieder ab und komme zum Sonnenuntergang. Das dürfte ja so in einer Stunde etwa sein, wieder her. So, ich bin jetzt das zweite Mal hier oben und ja, jetzt ist gerade der Sonnenuntergang. Wahrscheinlich sieht man es auch gut an mir, denn das ist alles in rotes Licht getaucht hier. Ich habe jetzt mit Blende 11 fotografiert, damit ich einen schönen Sonnenstern bekomme. Die Sonne ist aber noch so ein bisschen über dieser Bergkette da hinten. Ich werde da auch gleich mal hinschwenken mit der Kamera, damit man das auch sieht. Ja, also da sieht man jetzt den Sonnenuntergang. Da ist diese Eremitage. Jetzt habe ich hier natürlich noch ein bisschen Zeit zu verbringen, bis die Sonne dann auch wirklich ganz untergegangen ist. Ich habe mir auch ein bisschen was zu essen und zu trinken mitgebracht und das werde ich gleich mal auspacken und dann werde ich immer mal ein Foto machen. Ich mache das Ganze auch relativ weitwinklig hier mit 16 mm. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe noch meinen Verlaufsfilter drauf, weil die Kontraste sehr, sehr groß sind. Ich werde dann jetzt aber auch gleich meinen Reverse-Filter drauf machen, der speziell für Sonnenuntergangsfotos ist und werde mir das auch noch mal anschauen. Jetzt ist die Sonne da auch gleich auf der Bergkette angekommen. So, die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Ich sehe da wirklich nur noch so ein ganz bisschen orangenen Streifen über den Bergen. Natürlich warte ich jetzt noch ganz, ganz lange, jetzt bis zum Einsatz der blauen Stunde. Und dann schaue ich mal, wie sich der Himmel noch verändert. Und jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, mein Brot zu essen und mein Alster zu trinken. Dann werde ich auch erstmal einpacken und wieder zurück zum Auto gehen, denn es wird natürlich jetzt auch empfindlich frisch. Ich habe mich jetzt auch entschlossen, dass wenn die Milchstraße zu sehen sein wird, dass ich das dann auf alle Fälle vom Weg aus mache. Denn so richtig schön wird die Milchstraße sich erst da so gegen 1-2 Uhr hinlegen. Und dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich, diesen Bergpfad hier nochmal hochzugehen im Stockfinstern. Und vor allen Dingen waren eben auch schon beim Aufstieg die Steine so ein bisschen feucht und dadurch wahnsinnig glatt.
Ich muss jetzt beim Runtergehen gleich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich werde mir dafür auch richtig viel Zeit nehmen. Aber heute Nacht, so um 1, 2 Uhr, werde ich das wahrscheinlich dann nicht wagen, hier hochzukraxeln. So, jetzt nur noch alles einpacken. Vor allen Dingen alles wiederfinden. Nichts vergessen hier im Dunkeln. Jetzt ist es aber auch direkt stockduster hier geworden. Naja, mit meiner Stirnlampe kann dann eigentlich nicht schief gehen. So, wir haben uns also tatsächlich um 1:30 jetzt aus dem Bett gequält. Die Milchstraße ist nicht super gut auszumachen. Ich habe jetzt trotzdem mal ein paar Fotos gemacht. Ich meine, die liegt wirklich ganz flach am Horizont. Aber wirklich bestätigen kann ich das erst nach der Bildbearbeitung, wenn ich gesehen habe, was auf den Bildern drauf ist und das auch noch mal ordentlich rausgeholt habe. Aber es ist wirklich ein imposanter Sternenhimmel hier zu sehen. Und wir haben auch noch versucht, mit der Taschenlampe ein bisschen die Eremitage anzuleuchten. Aber das ist, glaube ich, nicht so gut geworden. Naja, wir werten die Bilder mal aus und dann werdet ihr sehen, was dabei rausgekommen ist. Buenos dias, amigos. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe mich jetzt hier zum Sonnenaufgang nochmal hochgequält, diesen Bergpass bis zur Eremita. Und ich wurde belohnt mit wahnsinnig viel Nebel. So, ich warte jetzt noch einen kleinen Augenblick, bis die Sonne so weit über den Bergkamm hinter mir gekommen ist, dass die Eremita hier auch ein bisschen Sonne kriegt. Da hinten wird alles schon sonnenbeschienen. Hier unten der Nebel, da ganz hinten an der oberen Kante eben auch schon ein bisschen. Aber hier ist leider noch gar nichts. Ja, auch der Berg da bekommt noch kein Licht. Aber ich denke, das kann jetzt eigentlich nur noch so eine Sache von einer halben Stunde sein. Und dann sollte die Sonne so weit oben sein, dass hier die Eremita auch ein bisschen Licht kriegt. Und dann hoffe ich, dass hier diese Nebelfläche auch komplett beleuchtet wird. Ja, und das könnte noch mal richtig gut aussehen. So, ihr seht das, die Morgenstimmung geht seinem Ende zu. Ich denke mal, der Nebel, der wird sich hier noch richtig lange in diesem Talbecken halten. Aber die schöne Färbung geht immer weiter aus dem Himmel raus. So, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ja, also hierher zu kommen, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Auch hier eine Nacht zu bleiben, um dann eben den Sonnenuntergang hier fotografieren zu können und jetzt auch noch mal den Sonnenaufgang am Morgen. Das fand ich auf alle Fälle sehr, sehr schön.
Aber jetzt gelüstet es mich tatsächlich nur noch nach einem Kaffee. Ja, also jetzt erstmal zurück zum Auto. Hilfe, hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil der Weg ist hier immer noch sehr, sehr steinig. Ja, jetzt auf alle Fälle erstmal zurück zum Auto und dann erstmal Kaffee kochen und einen schönen Kaffee trinken. Und dann geht es im Übrigen weiter Richtung Süden bis auf die Höhe von Valencia etwa. Und da werden wir dann weitere Fotolocations scouten und dann gibt es natürlich auch weitere Videos.